doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. We go Eli Geller. Ooh, why always me? Eli Geller. Like I'm Balotelli. Eli Geller, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. Subchat lassen. Berkay, mach mal ganz kurz auf, aber wenn, sobald es ein bisschen unangenehm wird, einfach direkt zumachen. Bei irgendwelchen doofen Fragen oder so. I'm big fan and I see aber your video TikTok. In YouTube. Why don't you see? So, wir haben fertig gepackt. Der Krampf, wenn man dieses Packen, weil man hat immer Angst, dass man was vergisst. Wenn man das Hotel verlässt, ist es nochmal schlimmer. Hier nochmal, cooles Zimmer gewesen. Also die Area war eine 9 von 10. Konntest du Musiker machen, konntest hier was essen, konntest dein Leben genießen. Das war echt sehr cool. Also falls ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, bucht früh und versucht euch mal so ein Zimmer hier zu organisieren. Das war für uns pro Person 1200. Ich glaube, das ist nicht völlig utopisch und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, diese Area war sehr, sehr cool. Hier war's. Wisst ihr, was da kacke ist? Dass halt neben dir auch Leute sind. Das habe ich schon mal gesagt. Das würde mich ein bisschen stören. Dass wenn ich in meinen Pool gehe und jetzt hier vorne so am Beckenrand stehe, dass da neben auch einer chillen kann und mich anschauen kann und so. Wenn hier noch eine Wand wäre, wäre 10 von 10. Oder einfach dieses komplette Teil. Weil checkt ihr so, angenommen ihr chillt so bei Sonnenuntergang gemeinsam im Pool und guckt, dann sind auch neben euch so Leute, das ist so, das ist ein bisschen wunderbar. Nicht völlig utopisch und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gottlos. So, diese Area war sehr, sehr cool. Hier war es sehr verstandardmäßig. Was ist? Ohne was zu sagen, du hast zwei Sachen vergessen, überleg welche. Im Bad irgendwas wahrscheinlich. Nein, nicht im Bad, überleg's. Wichtig? Wichtig, schon wichtig. Ladekabel, wollte ich noch machen? Nein. Sag. Dein Nackenkissen? Ach du Scheiße, und ja. Essentials-Pullover. Echt? Lol. Eli, sein Lieblingshoodie. Ich kenne keinen Menschen, der den Essential-Hoodie so rockt wie er. Cozy Yannick, danke für 5 Monate. So, Wagen abgegeben. Ohne Spaß, das ist nicht normal. Es sind wirklich, ich mache Späße. Es sind wirklich 40 Grad. Ich mache keine Späße. Es war vorher immer. Es sind 38 Grad. Es ist geistesgestört. Ich fahre jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Fähre. Meine Haare sehen voll scheiße aus. Voll verstroht so. Wie Stroh. Viel zu Volumen. Ja. So, Freunde, das ist es. Agia Irene. Ich wurde wegen ihr abgezogen. Sie redet mit dem ganzen Griechisch, dann sie steigt aus und holt Karten. Ich denke, okay, es geht raus. Und dann sagt sie, du hättest drinbleiben sollen. Woher soll ich denn das wissen? Ich steig's aus. Ich höre so die sagen, how much. Ich denke mir so, scheiße. Der hat mich abgezogen. 10 Euro habe ich dir mehr gegeben. Egal, scheiß drauf. Nice, Eli, der großzügige Bruder. Den, was denn, eine Doni mehr? Was soll ich sagen? Ach ja, das ist jetzt unsere Fähre. Ich fahre zum allerersten Mal. Bin leicht nervös, muss ich sagen. So. Wir sind jetzt hier unten, war eine Familie die ganze Zeit rumgeschrien. Bruder, ich bin da fast ausgerastet, ne? Das sind einfach, keine Ahnung, die schreien rum, die Eltern interessiert nicht mal, was die machen. Die Eltern schreien rum, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich raste da immer richtig aus, ich musste hoch, ich hatte fast meinen Nerv verloren. Jetzt sind wir rüber, Jürgen. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr wisst es auch. Es ist unglaublich, wie so eine, die, keine Ahnung, die schreien. Digga, also, ich sag das jetzt, das klingt so weird, dass ich das sage. Kinder können echt schön sein, aber ich glaube, Kinder sind auch so nervig, ne? Kinder sind auch so nervig, ohne die jetzt irgendwie. Aber ich war ja nicht anders. Also ich habe immer gehört, dass ich ein ganz schlimmes Kind war. Ich wollte nie schlafen gehen und so. Aber zum Beispiel ein Kind im Flugzeug. Wie sage ich das? Ein Kind im Flugzeug hätte auch nicht mitfliegen müssen. Sagen wir es so. Ich konnte nicht mehr. Da ist der einmal in mir durchgekommen, aber ich konnte nicht mehr. Sorry. Medin und ich haben gerade die Diskussion zwischen selbstsicher und arrogant. So, Beispiel Cristiano Ronaldo. Ich meinte, Ronaldo ist zum Beispiel nur so gut, weil er sich selbst sagt, er ist der Beste. Ja. Ich finde, es ist ein Riesenunterschied zwischen arrogant
selbstsicher und ein Ziel vor Augen. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn ihr da draußen der Meinung seid, dass ihr in irgendwas gut seid, Fußball oder sonstiges, dann müsst ihr euch immer selbst, aus diesem Zitat von Der Hustler, guckt euch den Film auf Netflix an, er sagt, du musst denken, du bist der Beste, den es gibt, gerade auf dem Platz, selbst wenn LeBron James auf dem Platz steht. Das ist wirklich so. Und Melina, 100%, no cap. Auch wenn ihr es am Ende dann nicht seid, ihr müsst immer von euch überzeugt sein, beziehungsweise ihr müsst davon überzeugt sein, in dem, das, was ihr gerade macht. Versteht ihr, was ich meine? Weil Zweifel führen dazu, weniger an dich zu glauben. Und wenn du selber nicht an dich glaubst, wie sollen andere Menschen an dich glauben, beziehungsweise wie sollst du andere Menschen überzeugen, an dich zu glauben? Confidence ist der Key. Und man muss immer diesen schmalen Grat zwischen Selbstbewusstsein und Selbstüberzeugung unterscheiden können zwischen Arroganz. Glaubt mir, das ist der Schlüssel. Wir haben gerade einen Deep Talk gehabt. Das ging um Cristiano Ronaldo. Ich liebe den, ja. Und ist mir egal, wer besser ist, Ronaldo oder Messi. Mir geht es darum, so wie die, ne? Und Ronaldo hat in dem Interview gesagt, er ist der Meinung, in seinen Augen ist er der Beste. Und ich sage, deswegen spielt er auch so gut. Da meinte sie, ja, aber das, viele finden ihn auch arrogant und so. Und dann habe ich gesagt, das ist ein interessantes Thema. Also nicht nur auf Ronaldo bezogen, sondern generell. Wenn du das von dir denkst, dann performst du besser. Arrogant bist du, wenn jetzt Ronaldo sagen würde, zum Beispiel, ich verdiene 50 Millionen im Jahr, irgendeine Zahl, oder ich habe schon 10, naja, nicht mal das mit Ballon d'Or, sondern ich verdiene 50 Millionen im Jahr. Du, der meine Schuhe putzt, du bist ein Opfer. Das ist arrogant und richtig eklig. Ja, aber das ist Arroganz, weil er sich quasi über einen Menschen stellt, beziehungsweise über eine Person. Aber es ist keine Arroganz, wenn ich sage, ich bin der beste Spieler der Welt. Mein Gott, lass den Typen oder lass dich doch glauben, was du willst. Oh mein Gott, was denkt der von sich? Ja, nee, soll ich sagen, ich bin kacke, schlecht und jeder hier auf dem Platz ist besser als ich? Nein, du bist der Beste, fertig. Ich sage auch immer, egal wie, und ich bin fest davon überzeugt, ich bin der Beste. Falsche Wahrnehmung halt, aber kann man machen. Na, warum? Ich glaube, das hat nichts mit der Wahrnehmung zu tun, sondern es ist auch ein bisschen die Außendarstellung. Du musst ja nicht jeden teilen damit, dass du denkst, dass du der Beste bist. Wichtig ist, dass du daran glaubst. Das ist arrogant. Wenn das für dich arrogant ist, ist das vollkommen in Ordnung. Wirklich. Du kannst auch sagen, dass du schlecht bist und schüchtern. Wirklich. Ey. Vollkommen in Ordnung. Ich sage, er motiviert Leute sogar umso mehr damit, weil er es sagt. Und es gibt einen Grund, warum er so krass beliebt ist. Also er ist ja, ich glaube, er ist mit die beliebteste Person der Welt. Und ich finde es ein sehr interessanter Call. Ihr könnt mal gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Arrogant ist, wenn er sagt, zu arrogant zu kleineren Leuten oder generell so zu Mitspielern so. Aber ich finde zum Beispiel, stellt euch mal vor, Maguire macht ihn an. Und Ronaldo sagt dann, ey Digga, was willst du eigentlich von mir, du Vollidiot? Ich habe keine Ahnung, wie auf den Ballon gewonnen. Bitte fuck mich nicht ab. Würdet ihr das arrogant finden? Ich nicht. Arrogant ist so, wenn er zu einem Kellner sagt, ey, mach das mal jetzt weg, ich kann mir den ganzen Laden kaufen, fahr mich nicht ab. Sowas ist arrogant. Aber er ist ja sogar sehr, sehr gut zu Leuten, die so ein bisschen kleiner sind. Das sieht man ab und zu in Videos und er ist, glaube ich, auch sehr herzlich. Ich kenne ihn nicht persönlich, leider, aber es interessiert mich schon sehr. So, wir kommen jetzt an. Wir werden jetzt nochmal eine Stunde fahren müssen, Freunde. Ich dachte, wir wären schon da, aber wir fahren jetzt nochmal eine Stunde in ihr Dörfchen. Ich finde, das wäre arrogant mit Maguire. Es ist ja auch immer ein schmaler Grat. Für den einen ist das arrogant, für den anderen ist das nicht arrogant. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt Cristiano Ronaldo erklären würde, wie Fußball funktioniert und er mir antwortet, du mein Bester, ich habe 5-mal den Ballon d'Or gewonnen, ich weiß, was ich mache, dann würde ich sagen, ja, du hast recht. Ja, du hast recht, was soll ich? Also ändern kann ich jetzt nicht, bin fertig. Wir wurden jetzt abgeholt von Melinas Bruder. Sie haben mir erzählt, dass der Wagen... Erzähl mal was zum Wagen. Der ist älter als du. Der Wagen ist älter als ich. Und ja. Der Wagen ist auch älter als er. Aber ist ein super Teil. Aber fährt noch. Dann ist alles super. Aber wie viel verbraucht er dann? Nicht viel. Da warst du mal wieder am Werk, ne? Das warst du, ne? Bist du irgendwo gegengebrettert. Ja, aber sieht doch gut aus. Ja, ist cool. Das war vorher ein anderes Ding, den hat mein Papa noch geändert. Wir haben gerade Abonnenten auf mich gewartet.
irgendwie, keine Ahnung, in der prallen Sonne bei 35 Grad oder so. Wenn ihr das seht, ihr seid die Besten. Die haben hier einfach an... Keine Ahnung, wie lange gewartet, aber unglaublich. Die haben sich die Fähre rausgesucht. Ihr seid die Besten. Die waren auch sehr nett. Ich grüße euch. Kuss. Ich finde den Wagen so cool. Ihr habt einen Walkie-Talk. Was ist denn das hier? Das zeigen wir dir gleich. Da kannst du draußen reden. Wir haben echt einen jetzt? Lautsprecher. Hä? Wie lustig. Ich habe meinen Papa Instagram. Guck mal die Gangschaltung hier, gell. Wie alt ist der Wagen? Muss mein Vater gleich fragen. 96. Das ist voll cool, ich finde den übelst cool. Leute, Melinas Vater hat hier so ein Mikrofon einsprechen lassen vor sich, weil ich aber zuhört. Ich kann mit denen auf der Straße reden wie in so einer Polizeisirene. Völlig. Euer Vater ist da ja völlig, der hat einen Traum. Ich kann einfach draußen mit denen reden. So, aktueller Stand, wir machen eine kurze cool. Pause. Melina geht kacken. Mehr Spaß, die holt jetzt noch irgendwas. Sieht schon auch schon sehr schön hier aus. Perveka heißt das hier. Wir sind jetzt im Dorf, Freunde. Hier kommt Melina her. Melina ist ein Dorfkind. Ja, nee, aber es ist cool, es ist sehr idyllisch hier. Ja, sieht cool aus. Aber es ist cool. Es ist wirklich wie in so einem Film. Also sieht cool aus. Meine Melina hat hier einen Hund leer und der soll sehr süß sein, aber so ein bisschen aggressiv. Was soll ich machen? Ich hab Angst. Oh mein Gott. Wäre für mich zum Beispiel schon Feierabend. Wäre für mich Feierabend. Ich habe Angst vor Hunden wie kein zweiter. Ich schwöre es euch. Ich wechsle im Alltag, wenn ich über Straßen laufe, die Straßenseite. Halt mal deine Hand bitte mit. Ich hab Angst. Du kannst einfach reinkommen. Woher kommt die Angst? Schlechte Erfahrungen? Nein, Digga, ich hab einfach Angst. Und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und wenn ihr mir erzählt, der will nur spielen, der ist so lieb. Ja, dann spiel du mit ihm, aber nerv mich nicht. Ich will nicht spielen.